Die nächste Runde soll sich beschäftigen mit Illusionen, Gefahren und Möglichkeit. Ich bin bei der Vorbereitung auch in den Gesprächen mit den Teilnehmenden oft auf Widerstand gestoßen. Ja, diese betriebliche Perspektive greift zu kurz. Der Betriebsegoismus, Kooperativen, auch irgendwie Illusionen. Das gibt dann auch wieder nur eine andere Form von Kapitalismus. Selbst der große Karl Marx war da immer ein Gegner davon. Ich führe auch die geringe Verbreitung von Produktivgenossenschaften in Deutschland darauf zurück, im Unterschied zu Frankreich, dass es da also eine historische Fundierung gibt, die noch auf Marx zurückgeht. Ja, und mein Fragekomplex ist eben folgender, oder dann auch die Gesetze des Marktes, die angeblich so unsichtbar und auch wirksam sind, dass Kapital geht dorthin, wo der größte Profit zu machen ist. Ich habe da selber meine Zweifel, ob das stimmt. Ich würde immer sagen, der kriminelle, auch willkürliche Teil des Kapitalismus, der räuberische, wird da unterschlagen. Und die unsichtbaren Gesetze des Marktes sind oftmals eigentlich nur eine Chimäre. Also wenn wir jetzt an Google, Amazon und Microsoft denken, da stimmt das da überhaupt nicht. Amazon ist sozusagen der Markt, muss sich gar keiner Marktwirtschaft mehr unterwerfen, Google und Microsoft auch nicht. Also da habe ich direkt zig Beispiele, wo ich meine, dass das eigentlich nicht stimmt. Aber nichtsdestotrotz ist es so, wenn du jetzt eine Druckerei hast, musst du natürlich irgendwie mit Flyer King und so konkurrieren, und da ist es dann fast unmöglich, muss man also eine Nische finden. Andererseits diese marxistische Wandel, ja, wir müssen den ganzen Staat erst erobern, das ist dieses Klein-Klein, das bringt nicht erst, wenn wir den Staat unter uns haben, dann können wir regeln, zeigt sich im Grunde, dass auch Staaten denselben Problemen unterworfen sind wie so eine Genossenschaft, also dann in Rückstand geraten, in globale Konkurrenz und dann irgendwann abwirtschaften. Also das ist vielleicht auch nur eine Verlagerung des Grundproblems auf eine höhere Ebene, wo sie dann aber genauso wieder auftreten. Ich selber bin aber hier nur der Moderator. Deshalb diese kurze Vorbemerkung. Also greift die betriebliche Perspektive zu kurz? Ist es nicht vielleicht manchmal aber andererseits auch eine Ausrede, sich vor diesem schwierigen Problem zu drücken, diese betriebliche Perspektive überhaupt zu wählen? Ja, ist solidarische Ökonomie im Kapitalismus möglich, oder bräuchte es dafür bestimmte Steuerungs- oder Schutzmechanismen? So wie ja der Markt auch oft übrigens von der EU-Kommission wie so ein Experimentierfeld im Zoo erst künstlich geschaffen wird. Ich habe das in der Flugindustrie jetzt studiert. Also da wird im Grunde der Markt wird da künstlich geschaffen, sonst gäbe es halt nur die Lufthansa und Ryanair für die zwei Modelle des Flugverkehrs. Das ist also, oft wird der Markt auch künstlich geschaffen, und die Marktwirtschaft, da gibt es Kartellbehörden und so weiter, hergestellt. So könnte man ja vielleicht auch über Schutz- und Steuerungsmaßnahmen für solidarische Ökonomie nachdenken. Das wäre die Frage, die ich jetzt so mal ganz offen, oder den Komplex, den ich hier in die Runde gebe. Ich hoffe, bei euch hat jetzt hier auch schon bei allen was gerattert. Und Jenny beschäftigt sich natürlich jetzt nicht mit Betrieben, sondern mit Wohnungsbaukonzernen. Also da wird jetzt nicht produktiv, ist keine Produktiventeignung, die ihr da vorhabt, aber das kann man ja trotzdem übertragen, denke ich. Das hast du vielleicht auch gerade schon getan. Weil du dir ja auch Gedanken gemacht hast, was ist mit den Leuten, die in anderen wohnen, oder was ist mit der Konkurrenzsituation? Du hast die Fragen gehört, Andreas. Kannst du damit als Verfassungsrechtler was anfangen, oder soll ich dein Wissen nochmal konkreter abfragen? Nein, ich übergebe dir mal das Wort. Ich kann damit was anfangen, ja. Also das Problem ist eben ein ausgesprochen diffiziles, weil es von oben nach unten ein Problem ist, aber auch von unten nach oben. Was meine ich damit? Also, wenn ich sage, wir nehmen den Staat als Eigentümer und dann ist das Problem gelöst, dann ist ja in öffentlicher Hand, ist das falsch. Das ist ganz einfach zu sehen. Wenn ich die Bahn nehme, dann war das mal eine Verwaltung, ein Teil der Bundesverwaltung, und ist inzwischen kein Teil der Bundesverwaltung mehr, sondern ein ausgegliedertes Unternehmen, was aber noch zu 100% dem Bund gehört. Wollten das immer auf den Aktienmarkt bringen, haben sie nicht gemacht, da gab es Widerstände. So richtig rentabel ist es auch nicht geworden, aber sie wurden so organisiert, dass das Gesetz vorschreibt, sie müssen Gewinne machen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich es so organisiere oder ob ich es organisiere als staatliche Verwaltung, die Verkehrsdienstleistungen anbieten soll.
die beiden Unterschiede sind relativ klar. Also die privatisierte Bahn, formal privatisierte Bahn, in der Logik umgestellte Bahn, muss man ja sagen. Die Juristen sagen, es ist formal privatisiert, also ist immer noch 100% Staatseigentum, aber nach der Logik anders. Arbeitet auch anders. Da geht es darum, möglichst schnelle Verbindungen für die Unternehmen zwischen den Großstädten zu schaffen. Das Land wird abgehängt und über die Probleme durch Kürzungen und so weiter muss man nichts sagen. Anderes Beispiel, was ich immer gerne bringe, sind die Landesbanken. Länder sind ja auch Staaten, jedenfalls rechtlich gesehen. Und die haben sich alle ihre Landesbanken gehalten. Und in der Finanzkrise 2009 sind die Banken bekanntlich in die Bredouille geraten. Eine private ist richtig abgekackt und musste verstaatlicht werden. Übrigens nicht formal, das können wir auch nochmal gleich reden, sondern über ein sogenanntes Squeeze-Out, nämlich die Hypo Real Estate. Verstaatlichen ging da noch gar nicht. Es war überhaupt nicht möglich, darüber zu reden, dass man ganz nach Artikel 15 zum Beispiel oder auch von mir aus 14 verstaatlicht. Also die Hypo Real Estate wurde verstaatlicht und die Landesbanken sind irgendwie völlig umstrukturiert worden, aufgelöst worden, weil die sich besonders dumm angestellt hatten. Also besonders tief in die Krise geraten waren. Mit anderen Worten, das staatliche Eigentum an diesen Banken nützte gar nichts. Die funktionierten genauso wie private Banken oder noch schlechter oder noch schlimmer sozusagen, waren also auch in diese ganzen krummen Geschäfte über Irland und Zertifikate und OCDs und CDOs und wie die alle heißen, ich habe die Namen jetzt inzwischen fast alle vergessen, involviert und saßen dann auf diesen toxischen Papieren. Also öffentliches Eigentum allein ist nicht ausreichend, sondern es kommt auf die Steuerungsformen an, die da gewählt werden. Umgekehrt, privates Eigentum und dann über Mitbestimmung verändert die Interessen der Arbeitnehmer und Gewerkschaften mit eingebracht. Da gibt es diese schöne Studie von Alex Demirovic, der dann sagt, und das liegt ja auch auf der Hand, leider gibt es dann eben oft Betriebsegoismen und die sind eben, wo es die Konkurrenz gibt und in den meisten Bereichen gibt es eine. Emma, ich würde auch sagen, selbst Amazon wird sich irgendwann mit Alibaba anlegen müssen. Und bei den Google ist man auch auf dem Weg zu sagen, wir versuchen da Alternativen zu finden. Es gibt inzwischen ja auch Alternativen. Und es gibt inzwischen sogar staatliche Überlegungen zu sagen, wir müssen diesen Internetkonzern Paroli bieten. Und da, wenn das privat nicht mehr funktionieren kann, müssen wir staatlich was organisieren. Also da ist was auf dem Weg. Aber wo ich hin wollte, also die erste Frage, die Frage zurück, also reicht es, wenn ich sozusagen Gewerkschaften mit einbinde? Franziska Wiethoff hat ja schon gesagt, das funktioniert eben auch nicht. Den Konzernen gelingt es dann, das schöne Beispiel Rüsselsheim gegen Bochum auszuspielen, als damals Opel gesagt hat, wir müssen einen Standort dicht machen und dann kämpfen die wie die Bekloppten darum, welcher Standort denn jetzt dicht gemacht wird und welcher nicht. Und das meine ich, das sind diese Marktgesetze, die da sind, die Unternehmensentscheidung oder das Unternehmen trifft eine Entscheidung und dann ist die betriebliche Mitbestimmung nicht ausreichend. Jetzt könnte man noch auf die Unternehmensmitbestimmung gehen und sagen, dann schließen wir eben gar kein Werk. Aber das nützt ja auch nichts, wenn ich darauf angewiesen bin, die Autos zu verkaufen, die ich produziert habe. Und bekanntlich bestimmt Angebot und Nachfrage nicht den Preis. Wie man jetzt sehen kann, wenn die Autos auf Halde stehen, müssten sie ja eigentlich verschleudert werden, tun sie aber nicht. Also da müssten Steuerungsmechanismen her, wo die betriebliche Mitbestimmung in eine andere Logik oder die Mitbestimmung in eine andere Logik, Unternehmensmitbestimmung in eine andere Logik gerät. Da kann man sich zwei Formen vorstellen. Die eine Form ist, dass ich eben nicht nur Arbeit Gewerkschaften mit in die Mitbestimmung reinnehme, also die Arbeiterinteressen vertreten lasse, sondern auch andere Interessen, also unter Umweltverbände, Verbraucherverbände und sowas, mit in die Aufsichtsräte und auch in die Vorstände schicke. Das würde ja möglicherweise eine ganz andere Logik bringen. Und der zweite Ansatz ist der,
dass ich sage, ich nehme, ich brauche sowas, was in der Weimarer Reichsverfassung vorgedacht war, was ich eben in dem Gegenstromprinzip schon mal angesprochen habe. Die hatten nämlich Arbeiter, Arbeits- und Sozialräte oder Arbeits- und Wirtschaftsräte, Wirtschafts- und Sozialräte, ich habe den Namen jetzt nicht, gerade nicht mehr voll parat. Also die Kapitalseite und die öffentliche Hand und die Gewerkschaften sollten sich auf kommunaler, regionaler, Landesebene, Reichsebene in der Weimarer Republik zusammensetzen und darüber diskutieren, wo, was, wann, wie gebaut werden soll. Also das ist dieses Prinzip von unten nach oben, und von unten nach oben müsste das ja abgestimmt werden. Das hat nicht funktioniert, weil die Unternehmen einfach gesagt haben, nee, machen wir nicht, wir boykottieren das. Aber da sind Modelle da, und mein Plädoyer ist eben, oder die Erkenntnis aus der historischen Erfahrung ist, dass man nicht von oben nach unten planen kann und von unten nach oben, und es auch, glaube ich, ausgesprochen schwierig ist, Sabine, ich glaube, du hast das gesagt, die Bedürfnisse zu kalkulieren. Ich glaube, das funktioniert auch nicht per Computer. Also diese Hoffnung habe ich nicht, dass ich das vollständig berechnen kann. Vor allen Dingen entstehen möglicherweise neue Bedürfnisse, neue Problemlagen. Also da muss ein bisschen Spielraum drin sein, in dem da abgestimmt wird, aber andere Logiken mit ins Spiel kommen, ist meine Überzeugung. Ich will noch einen dritten Punkt sagen. Bei der ganzen Sache, jetzt kommt ja der Jurist ins Spiel, darf man natürlich die Europäische Union nicht vergessen. Die Europäische Union sagt zwar im Lissabon-Vertrag, die Eigentumsorganisation ist Sache der Mitgliedstaaten, da mischen wir uns gar nicht ein. Tun sie aber dann doch, wie das bekannt ist. Also bei den Banken, bei den Landesbanken, habe ich ja gesagt, die mussten umorganisiert werden. Und da hat die Europäische Union richtig Druck gemacht, dass die möglichst privatisiert werden. Was ist der Hebel, um das zu machen? Sie sagen, ja, wir haben ein grundsätzliches Subventionsverbot in der Europäischen Union. Da spricht bei Corona wieder keiner mehr drüber. In der Finanzkrise hat auch keiner drüber gesprochen. Aber es wird dann im Zweifel ausgepackt. Wir haben ein Subventionsverbot. Subventionen dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn wir das genehmigen. Und wir genehmigen nur gegen bestimmte Auflagen. Und solche Auflagen sind dann beispielsweise die Privatisierung. Sie haben sogar versucht, die Sparkassen zu privatisieren. Gab es mal entsprechende Anläufe der Kommission, die dann politisch tot gemacht worden sind, weil Deutschland entsprechend stark ist. Oder der EuGH sagt, der Anteil von staatlichen Aktienbesitz an Unternehmen, sogenannte goldene Aktien. Bekanntlich gab es das bei VW. Und da sagt der EuGH, das sind goldene Aktien, das verstößt gegen die Kapitalverkehrsfreiheit, vielleicht gegen diskriminierungsfreien Kapitalverkehr. Die können ja nicht frei entscheiden, was da mit dem Unternehmen passieren soll, ausländische Investoren. Weil der deutsche Staat da ja eine Worte mitzureden hat und kann das alles boykottieren. Also Kapitalverkehrsfreiheit auf einmal als Schranke gegen staatliche Beteiligung, noch nicht mal Enteignung, nur staatliche Beteiligung, und Subventionsverbot als Schranke gegen staatliches Eigentum. Das muss man mit im Kopf haben, wenn man das denkt, wie sich das möglicherweise anders entwickeln kann. Die europäische Verfassung setzt da sehr enge Grenzen. Oder jedenfalls muss da ganz hart verhandelt werden, wie man jetzt wieder sieht, wenn es wirklich hart auf hart kommt, setzen die sich auch mal locker über irgendwelche Bestimmungen weg. Frau Merkel hat doch gestern oder vorgestern erklärt, naja, natürlich kann die Europäische Union Schulden machen. Nach Vertrag eigentlich nicht, ist ja auf Eigenmittel angewiesen. Und jetzt sagen sie, ja, wieso, das sind doch Eigenmittel, das kommen ja nicht von irgendwelchen Fremden. Also da wird schon ziemlich getrickst, wenn es drauf ankommt. Aber wenn es eben nicht drauf ankommt oder wenn sozusagen andere Interessen durchgesetzt werden soll, dann sind da ganz enge Grenzen gesetzt. Dankeschön. Das sind natürlich jetzt wahnsinnig große Fragen angerissen worden von dir auch gleich am Anfang. Im Grunde genommen ja auch ein bisschen die Frage, was ist eigentlich dieser Markt, ne? Also insofern ist es ein recht komplexes Verhältnis, und ich wollte jetzt nur noch ganz kurz den Punkt vorwegschicken, dass ich da keinen so starken Gegensatz sehe zwischen Markt und Staat, sondern eine besondere Form
der Art und Weise, wie Menschen sich vergesellschaften, die uns am Ende dann erscheint, fetischmäßig, als wäre es ein verselbstständigtes Wesen, dieser Markt. Ne? Und so wird ja auch im Fernsehen darüber gesprochen, ne? Wenn die Märkte sich ärgern oder freuen oder traurig sind oder abstürzen oder kranken oder gesund sind. Ne? Es ist ja quasi, der Fetisch ist ja schon so weit, dass wir schon das als lebendes, das scheue Reh, der Markt und so weiter wahrnehmen. Weil du auch Marx angesprochen hast, was ich von Marx gelernt habe, ist, ich glaube, das ist mit das, was mich am meisten fasziniert hat, ist das in Widersprüchen zu denken lernen. Also etwas nicht auflösen wollen in ein Entweder-Oder, sondern aushalten, dass ein und dieselbe Sache mehrere, möglicherweise sogar sich widersprechende Bedeutung haben kann. Und diese Spannungsverhältnisse, von denen diese kapitalistische Gesellschaft voll ist, in diesen Spannungsverhältnissen bewegen sich dann die Konflikte. So würde ich auch selbstverwaltete Betriebe sehen. Das ist nicht schon die Lösung, aber es ist eine Bewegungsform und es ist, wie, glaube ich, du bei dir in deinem Vortrag auch ganz am Anfang gesagt hast, eine Lernwerkstatt. Es sind Lernräume, in denen wir reflektieren können, was machen wir eigentlich, mit welchen Problemen sind wir konfrontiert, sind die Probleme mit der Außenwelt, hängen die damit zusammen oder liegt es an uns oder an unserer Sozialisierung, was weiß ich. Und in diesen Widersprüchen gibt es erstmal so schnell, glaube ich, keine Auflösung. Es gibt kein Raus aus dem Kapitalismus von heute auf morgen. Ganz genauso ist es mit diesen berühmten allgemeinen Verwertungsbedingungen. Das ist die Begrifflichkeit von Marx, wo er gesagt hat, das Kapital ist selbstverständlich angewiesen auch auf sehr große infrastrukturelle Ressourcen wie Telekommunikation, Bahn, Wasserinfrastruktur, Energieinfrastruktur. Und es gibt historisch immer wieder einen Wechsel zwischen Privatisierung, dann hat es der Staat wieder genommen, Privatisierung, dann hat es der Staat wieder genommen. Immer dann, wenn es kritisch wurde oder wenn das Kapital noch nicht genügend Vorschusskapital hatte, um in diese Infrastruktur zu investieren. Das heißt, es gibt keine lineare Entwicklung. Und diese allgemeinen Verwertungsbedingungen, die auch das Kapital braucht, sind gleichzeitig aber auch für uns wichtig. Wir wollen Zugang dazu haben. Und wir haben auf jeden Fall erstmal mehr Zugang dazu, wenn es deprivatisiert wird wieder, ne? Also, dass wir zum Beispiel solche Sachen wie Rekommunalisierung fordern, dass man die Privatisierungsoffensiven der letzten Jahre zurückdreht. Da wäre jetzt für mich ganz wichtig, dass man diese Kämpfe führt, die Daseinsvorsorge, dass man aber dann auch nicht sagt, wenn das alles in staatlicher Hand ist, haben wir schon wieder die Lösung, weil wir kommen dann aus diesem ständigen Spannungsverhältnis niemals raus. Und dieses Nebeneinander von privat produzierenden Produzentin und Staat, der mehr oder weniger das organisiert und dann auch noch dafür sorgt, dass das so weitergeht. Aus diesem Spannungsverhältnis werden wir nie rauskommen. Gleichzeitig bleibt uns gar nichts anderes übrig, als mit dem zu arbeiten, was wir haben und insofern Staat bedingt auch als Komplize zu begreifen. Und insofern finde ich, jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf diese Kampagne Deutsche Wohnen, Enteignung und Co. hinweisen, ganz hervorragend, dass ihr genau diese Ambivalenz denkt, also Staat nicht komplett rauslässt, aber ganz bewusst sagt, es soll sozusagen in die Wiederaneignung der Leute, die da drin wohnen, weil das sollte so ein bisschen das Grundding sein, dass die Menschen über das mitbestimmen können sollen, was sie selbst betrifft. Genau. So viel erstmal dazu. Andreas Fisan hat ja kurz angesprochen, die lange Diskussion und die Konzepte, die es so in den 20er, 30er Jahren in der Arbeiterbewegung gab. Stichwort Wirtschaftsdemokratie, Karl Korsch, Naftali und so weiter, die hatten, ich glaube, ein Problem, hatten mehrere Probleme. Sie haben unterstellt, dass die abhängig Beschäftigten über die verschiedenen Stufen aus dem Betrieb heraus, in die Regionalausschüsse, Wirtschafts- und Sozialräte, in die Branchen, Wirtschafts- und Sozialräte und dann auf die Bundesebene jeweils auch relativ automatisch gesellschaftliche Interessen vertreten. Und das stimmte schon damals nicht. Und das wissen wir inzwischen Gott sei Dank alle. Also dieser relativ hierarchisch-technokratische Aufbau, der aber andere Sichtweisen von Menschen außerhalb des Kapitals ausgeblendet hat, das war das Problem. Und zwar nicht Sichtweisen von abhängig Beschäftigten ausgeblendet hat, sondern Sichtweisen, wo abhängig Beschäftigte mehrere Interessen haben. Als Konsumierende, als Wohnende, als Steuerzahlerinnen, die auch etwas dafür kriegen wollen, als diejenigen, die um ihren Arbeitsplatz kämpfen, als diejenigen, die für gute Natur kämpfen. Da haben wir alle x Seelen in unserer Brust, je nachdem, mit welchem Sichtweise und Interesse wir angesprochen werden. Und das ist
dank wesentlich der Ökologie und der Frauenbewegung in der linken Diskussion seit 20, 30 Jahren endlich angekommen. Das war ein ganz schmerzhafter Prozess, hat aber dazu geführt, dass es mit den Regulierungsformen ausgesprochen kompliziert wird. Da muss man durch. Da gibt es inzwischen zig Formen, also es gibt blühende Gebilde von runden Tischen rauf und runter, die wir relativ wenig wahrnehmen. Ich glaube, Andreas Fisan hat eingebracht, könnte man nicht in Aufsichtsräten eine dritte Bank forcieren mit ökologischen Sichtweisen. Ich finde das einen interessanten Gedanken, warne aber davor. Wenn man in einem Aufsichtsrat sitzt, ist man so schnell Teil der Unternehmensinteressen, so schnell kann man gar nicht gucken. Das ist die Struktur von Aufsichtsräten. Ich halte sehr viel mehr davon, dass Belegschaften konfrontiert werden mit anderen Sichtweisen. Es war in der Auseinandersetzung um die Schließung der Braunkohle und der Braunkohleverstromung, gab es harte Interessenauseinandersetzungen mit dem Kompromiss, der nicht ganz schlecht war. Soweit ich weiß, gab es keine Chance, dass die Kohlekumpels im Tagebergbau und auch in den großen Verstromungsunternehmen mal in eine Diskussion mit den ökologischen Bewegungen gegangen sind. Da hätte man wahrscheinlich vorher Waffen einsammeln müssen, aber es wäre eine unglaublich wichtige Auseinandersetzung geworden. Und das ist sozusagen meine Vorstellung von Wirtschaftsdemokratie. Unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Sichtweisen in eine Diskussion zu bringen, damit dann am Schluss erst das Allgemeininteresse steht, denn, Kollege Rögemar, das hat keiner gepachtet. Ich komme noch mal zu dem Thema solidarische Ökonomie. Ich bin seit einiger Zeit sehr engagiert in der Auseinandersetzung Lieferkettenkampagne. Ein Gesetz, das alle Unternehmen verpflichtet, entlang ihrer gesamten Lieferketten, Subunternehmer, dafür zu sorgen und auch dafür zu haften, dass am Schluss der Kette Menschenrechte und ökologische Standards eingehalten werden. Das ist eine ziemlich harte Auseinandersetzung. Das würde aber, und die wird unter anderem auch getragen von der solidarischen Ökonomie, die bisher natürlich sozial, ökologisch herstellen lassen, produzieren lassen, handeln, aber eine Nische sind. Und diese selbstgewählten Ansprüche, die sie auch für ein bestimmtes Klientel der Konsumentinnen und Konsumenten verwirklichen können, zu verallgemeinern und zu einem verpflichtenden Gesetz zu machen, sodass sie nicht mehr die Wettbewerbsnachteile haben von den Kicks und Primark und wie sie alle heißen. Das wäre für mich ein ganz entscheidender Punkt, wo man Spielräume für solidarische Ökonomie erweitern kann und die Nischen sozusagen zu einem Allgemeingut machen kann. Und ich habe den Eindruck, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren viele Bewegungen haben, wo es einerseits möglich geworden ist, dass so etwas wie solidarische Ökonomie entstanden ist, aber gleichzeitig der Druck auch auf ganz stinknormale kapitalistische Unternehmen gewachsen ist, sich diesen Normen auch zu unterziehen. Also an diesem Beispiel Lieferkettengesetz, solidarische Ökonomie, Hess Natur ist natürlich auch dabei, bei allen Problemen, die Hess Natur inzwischen hat. Das wären für mich Prozesse, an die wir anknüpfen könnten und müssten, um sozusagen Ansprüche der solidarischen Ökonomie zu verallgemeinern. Dazu brauchen wir aber harte und klare Regeln auf der Ebene, die wir brauchen. Und insofern sehe ich eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, an die wir stärker ansiedeln können, um die betriebliche Ebene, selbstgeführte Unternehmen, Genossenschaftsunternehmen mehr Spielräume zu verschaffen und zu verknüpfen mit einer gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung. Ich wollte euch kurz orientieren, weil wir bewegen uns ja in so Runden und die dritte wurde übersprungen und die heißt hieß oder sollte heißen, warum sind Übernahme, Wiederaneignung und Demokratisierung wichtig? Und ich kann ja über die Zeit von meinem eigenen Redebeitrag frei verfügen, deswegen werde ich darauf auch noch ein bisschen eingehen, weil es sonst zu schade wäre, finde ich. Genau, deswegen als erstes, was sind die Perspektiven und Ziele, die wir als Initiative mit so einer Vergesellschaftung verbinden? Weil erstmal ist ja völlig, die Zahl ist, es geht um 230.000 Wohnungen im Eigentum der Stadtgesellschaft. Und es geht um leistbare Mieten. Das ist ja die Frage, aus der wir damit gestartet sind. Was man aber, wenn man 230.000 Wohnungen in nicht profitorientierter
Verwaltung hätte, würden auch noch ganz andere Sachen passieren oder könnten passieren. Und das geht in die Richtung von dem, was du gerade angedeutet hast, nämlich noch weitreichenderen gesellschaftlichen Perspektiven. Zum Beispiel eine diskriminierungsfreie Vermietung im Unterschied zu dem extrem stark diskriminierenden Wohnungsmarkt, den wir jetzt haben. Oder ein Aussetzen von Zwangsräumungen. Oder noch darüber hinaus Schutz von Kleingewerbe oder auch, dass die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten viel leichter organisiert werden könnte. Räume für Kunst, alternative Jugendkultur und Schutzräume vor häuslicher Gewalt. Und dann tatsächlich nachgeordnet die Mieteinnahmen von 230.000 Wohnungen in einer Anstalt öffentlichen Rechts, die gemeinwohlorientiert wirtschaftet, bedeutet auch, Neubau wird möglich. Also Nachverdichtung, Ausbau von Dachgeschossen und sowas. Alles in der Perspektive, wie jetzt der profitorientierte Wohnungsmarkt die überhaupt nicht bietet. Und daran anschließend, das ist, glaube ich, so das Thema, was am nächsten auch noch drankommt, an Fragen, die hier diskutiert werden sollen, kam nämlich bei uns tatsächlich sogar die Idee auf, naja, wenn man eine Anstalt öffentlichen Rechts hat, die 230.000 bestehende Wohnungen verwaltet man die Mieteinnahmen hat, um daraus neu zu bauen, wer könnte denn Trägerin von solchen Bauvorhaben sein? Und da ist natürlich die Idee, oder nicht natürlich, aber die sehr gute Idee, man könnte eine Bauhütte haben, die eben auch ein gemeinwirtschaftlich organisiertes Bauunternehmen. Das heißt, so ein Vorhaben der Vergesellschaftung zieht einfach ganz viel weitreichendere Perspektiven nach sich, wenn man das, finde ich, stringent verfolgt und mit viel Energie verfolgt. Und viele Fragen, die ihr diskutiert habt darüber, wie man solche Interessensgegensätze eben nicht nur vermittelt, sondern wie man die anerkennt darin, dass sie sich widersprechen, haben wir halt versucht, in so Strukturdebatten irgendwie einfließen zu lassen oder überhaupt erstmal anzufangen zu diskutieren, weil das einfach was ist, was so konkret einfach selten ausbuchstabiert wird. Und eigentlich würde mich sehr interessieren, was ihr alle davon haltet oder ihr auch. Und zwar ist die Idee von einer Art Rätesystem auf unterschiedlichen Ebenen Räte existieren. Weil natürlich das erste Interesse ist, die Mieterinnen müssen sich über ihre eigenen Häuser und über ihren eigenen Wohnraum bestimmen können. Aber die Beschäftigten müssen auch mitentscheiden können. Und was ist überhaupt mit den Einwohnerinnen von Berlin insgesamt? Wir nennen die immer Stadtgesellschaft. Das ist aber auch schon wieder so ein Label, wo dann unklar ist, wer wird denn eigentlich die Stadtgesellschaft angemessen vertreten? Genau, aber ich wollte noch darauf zurückkommen. Die Idee ist, ein Rätesystem einzuführen, sodass immer auf der vermeintlich niedrigsten Ebene, also da, wo Leute wirklich über ihre eigenen Probleme und ihre eigenen Anliegen entscheiden können, Räte bestehen, dass da die Entscheidungen getroffen werden. Und das führt uns aber in eine ganze Reihe von Widersprüchen, eben wie ihr schon angesprochen habt. Zum Beispiel, wir haben neue Formen des selbstverwalteten Zusammenlebens, aber es soll auch keine Abschottung geben gegen die Interessen, die nicht die der Mieterinnen sind. Dann haben wir vor allem auch Mieterinnen, die häufig bei der Deutschen Wohnen zum Beispiel, aber auch bei den vielen anderen Wohnungsunternehmen in prekären Lohnarbeitsverhältnissen sind. Wie befähigt man, das hattest du ja auch angesprochen, wie befähigt man Leute dazu, an demokratischer Selbstverwaltung und Selbstbestimmung teilzunehmen, die was ihre Bildungsgeschichte angeht, aber eben auch ihre aktuellen Arbeitsverhältnisse angeht, extrem benachteiligt sind im Vergleich zu anderen. Dann auch die Frage, wie hat man ein System der Mitbestimmung, ohne dass es eine Verpflichtung gibt? Wie hat man eine Struktur, die macht, dass jeder Einzelne von uns mitbestimmen kann, wenn sie will, aber es nicht muss und trotzdem funktioniert die Verwaltung weiter? Und dann ein Punkt, der ja immer auch im Kontext von gesellschaftlichen Eigentumsstrukturen aufkommt. Wir wollen Dezentralität, damit es eine wirkliche Kontrolle vor Ort gibt. Aber wie erzeugt man die, ohne dass es Mehrfachstrukturen gibt, die Ressourcen schlucken? Genau. Und eine konkrete Ausformulierung, die es gibt, ist in unserer Konzeption, es soll einen Verwaltungsrat geben, sozusagen das oberste und letztentscheidende Gremium. Und da schiebt uns zurzeit so eine Zusammensetzung vor. 5 Vertreterinnen der Mieterinnen,
4 Vertreterinnen der Beschäftigten, 4 Vertreterinnen der vorher schon etwas ominösen Stadtgesellschaft und dann eben nur eine Vertreterin der Senatsverwaltung für Finanzen und eine Vertreterin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Das ist unser Vorschlag dafür, wie eben so eine Überführung in Gemeineigentum nicht einfach nur Verstaatlichung, sondern in einem anspruchsvolleren Sinne Vergesellschaftung sein könnte. Ja, ich glaube aber, die Probleme dabei und was daran schwierig ist oder sein werden könnte, ist auch schon angeklungen. Eine Sache aber noch im Unterschied, habe ich gedacht, zu so einzelnen Betriebsübernahmen, ist halt das Projekt, was wir verfolgen, es ist einfach eine Riesengrößenordnung, muss man sich vor Augen führen. Also diese 13 Unternehmen, wenn sie fusionieren, im Nu der größte Arbeitgeber der ganzen Region Berlin und Speckgürtel. Und dazu ein enormer Wohnraummangel, der macht, dass eigentlich dieses Unternehmen oder diese Anstalt öffentlichen Rechts, die nicht profitorientiert, die gemeinwohlorientiert diese Wohnung verwaltet, eigentlich auch nicht so schnell ein Problem mit Konkurrenz. Deswegen erzähle ich euch noch, wie großartig dieses ganze Vorhaben ist. Okay.